Herzlich willkommen zur 77. Folge vom Kerbal Space Programm. Wir sind in der Nähe von Minmus und wollen da einen Orbit schaffen. Und dafür müssen wir jetzt mal gerade gucken, dass wir das hinkriegen. Gut, das ist Kerbin. Das ist Muna Alpha, ja, es ist Muna Alpha. Da müssen wir also hin. Und dann hat mir der Dralo geschrieben, was wir machen müssen. In die Map-Ansicht gehen, hat er geschrieben. Das machen wir mal. Und ich muss den Focus View machen auf ihn hier. Dann sehe ich das nicht, weil der davor ist. So, wenn ich ihn sehe, dann sehe ich auch, wie rum ich muss. Das hatten wir ja schon mal. Und dann wieder drehen, dass ich meinen Vessel sehe. Das ist da hinten. Aber irgendwie ist das jetzt nicht das, was ich gerne hätte, ne? Kamera drehen, zoomen, so dass ich das alles sehe, was ich brauche. Wäre jetzt so, ne? So, jetzt hier auf dem Wasser. Das ist natürlich jetzt schwierig, ne? Ja, da war er gerade. Add Manöver. So, ja. Irgendwie ist es jetzt hier, ich bin dafür zu weit weg. Das ist zu klein alles da hinten, würde ich sagen. Ich müsste jetzt erstmal zurück hier in diese Ansicht. Hier erstmal das Wichtigste machen. Gimbal, Free, Thrust Limiter. Ich glaube, irgendwas bei 25 sollte ich machen. So, passt's. Gut, das haben wir schon mal. So, ist es weg. Jetzt nochmal in die Ansicht. Add Manöver. Genau. So, und was ich jetzt da machen soll, verstehe ich jetzt gerade nicht so ganz, einfach aus dem Grund, weil ich sehe jetzt gar nicht, was da passieren soll, ne? Also ich weiß schon, wie rum ich muss. Das hat man schon mal in der Folge vorher irgendwo geguckt. Müsste wirklich so rum, ne? Ach, dann sehe ich das hier da gerade kurz aufblinken. Wo ich da bin, darum ging's. Ah, super. Aber das erscheint mir gerade als richtig doof. Da kann ich nur nach da und dann passiert nichts mehr, oder wie? Und das war jetzt der falsche. Ich glaube, diese Node können wir jetzt gerade mal wegmachen. Machen eine neue. Und ja, jetzt sehe ich da hinten nicht so richtig, was der Sache ist. Das funktioniert hier auch wieder nicht. Also mir erscheint es am einfachsten, wenn ich
erstmal den Orbit überhaupt mache. Und dafür, das war zu viel, schwenken wir so ein. Da sind wir schon ganz schlecht. Ich glaube, das geht so hier gar nicht. Mach den nochmal weg. Machen hier 9. Das ist zu viel. Da kommen wir immer näher ran, aber wir kommen nicht rum. Ich habe die Vermutung, dass wir da gar keine machen müssen mehr. Mach den mal weg. Ich glaube, wir müssen hier einer setzen. Die nochmal weg. Ich bin hier irgendwann an dem dran. Und dann müssen wir hier einschlenken, aber nicht da. Oder doch da. Also das ist jetzt alles etwas komisch für mich. Machen wir weg. Hier haben wir die Bahn. Und hier an diesem Punkt, wenn er uns holt, dann müssen wir eigentlich in meinen Augen zusehen, dass wir den hinkriegen, dass wir da drehen. Warum macht er immer die Manöver aus? Ich würde hier am liebsten erstmal zusehen, dass wir da ein ganzes Manöver hinkriegen und nachher, wenn wir in dem Orbit sind, vielleicht umdrehen. Auf der anderen Seite wäre es ja hier sinnig, das Manöver zu haben, ne? Sieht so aus, als ob das gehen würde, ne? Das muss weg. Wo ist aber dann der... Da ist der Minmus. Kriege ich das dann dahin? Oh, das Flackern, ne? Das ist doch ein bisschen nervig, ne? Da werde ich abgelenkt. Kriege ich aber keinen Orbit mehr hin. Hier würde ich auf ihn draufstürzen wahrscheinlich. Ich möchte aber gerne dahinter her. Das gestaltet sich in meinen Augen etwas schwierig jetzt hier. Und wenn ich da bin, ne, dann würde ich sagen, muss ich hier nochmal einschwenken dann. Also zurzeit, sage ich ganz ehrlich, ist es schwierig, was ich da zauber. Da würde ich wieder zurückfliegen. Da wäre es so, dass es klappen würde. 72,8 Meter die Sekunde.
Ich würde zurückfliegen und hätte die Möglichkeit, dann wahrscheinlich hier in den Minmus da rein und dann wieder zu brennen. Und dann wäre ich richtig. Ich glaube, wir lassen das da mal stehen. So. 2 Stunden 24 Minuten steht da. Wir müssen jetzt erstmal ausrichten. Ich weiß gar nicht, wo der Punkt jetzt ist. Ah, da unten zeigt er an. Da ist er. Das wäre also so. Und da muss ich dann brennen. Gut. Und hier können wir jetzt erstmal bis dahin machen. Warp hier. Dann sind wir schon mal auf 25 Minuten dran. Gehen wir noch näher. Vielleicht sehen wir irgendwann auch den lieben Minmus. Da hinten ist er, oder? Ja. Müssen wir schauen. Weiß nicht so ganz, sieht das nicht so aus, als ob das passend ist, aber so ungefähr, ne? Kommt das hin? Warp hier. So, 4 Minuten noch. Warp hier, nochmal verkürzen. 2 Minuten. Ne, 1,30. So, ausgerichtet sind wir. Und dann müssen wir gleich den Schub machen. Das Ding ist an, ich weiß gar nicht warum, aber ist auch nicht so wild. So. Wir sind richtig ausgerichtet, denke ich. Wir müssen jetzt nur warten, bis die Zeit passend ist. 30 Sekunden noch. Ein bisschen schneller. So, 15, 14. Und dann müssen wir jetzt gleich Schub geben. Voll. Bis wir das geschafft haben. Und tschüss. So. Jetzt haben wir die Kiste umgedreht, glaube ich. Wo ist er? Da ist er. Gut, dann würde ich sagen, den weg. Da ist die Moonperiapsis, sollte bis dahin funktionieren. Ich glaube, wir können mal bis dahin warpen. Da kommt er auf uns zu. Das sieht alles gut aus. Würde ich doch noch mal näher. Kommt der? Aha, irgendwie schaut das sehr interessant hier aus. So. Warp hier. Okay. Jetzt haben wir eine neue Bahn. So, irgendwie ist es so, dass wir da noch verkehrt sind. Glaube ich. Weil wir noch dahinter hergehen. Das ist nicht gut. Da müssen wir vorher. Aber das dürfte nicht so ganz so schwer sein eigentlich, oder? Hm. Das vergessen wir, dieses Manöver, das ist schon schlecht. Wahrscheinlich so. Nee. Einmal so.
weiß ich nicht, was passiert. Gleich weg. Neues. So, da kommen wir näher ran. Eigentlich wollen wir nicht näher ran, sondern vorher noch. Wir fliegen jetzt drauf zu. Das wäre schlecht. So. So ist richtig. Nee, das ist falsch rum. Das. Also wir müssen schon dahin. Das ist schon klar. Und dann müssen wir hier nochmal eine Korrektur machen. Vielleicht fliegen wir erstmal in diese Richtung. Oh, der ist hier, der Rand. Schwer zu sehen, ne? Ah, okay, da müssten wir dann noch in irgendeiner anderen Ebene auch noch korrigieren. Na komm schon, jetzt geht das nicht mehr, oder was? Nein, ich will die nicht weghaben. Ich will die jetzt angezeigt haben. Ach, die liegt schon hinter mir, deswegen geht das nicht mehr. Ah, komm. Ja, das war's schon wieder, oder was? Gut, dann weg. Dann da, Ad-Manöver. Da, so und so. Und warte mal nochmal zurück. Und wir müssen noch kippen. Na, andersrum. Stopp. Zu viel da. Ich glaube, das ist jetzt erst unser nächstes Ziel. Ja. Das sollten wir dann als nächstes in Angriff nehmen. Gut. Ausrichten. Und da dann brennen. Dann müssten wir es eigentlich erstmal in die Bahn schaffen und dann kriegen wir auch noch den Dingens nachher hin. Gut, okay. Aber ich denke, für die Folge soll das dann erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.